Vielen herzlichen Dank an die Geschäftsführung. Sie haben uns gerade daran erinnert, welche hohe Stellenwert Umwelt und Klima bei der Stiftung genießen. In ihre Tätigkeiten tun sie sehr, sehr viel, um den Schutz der Umwelt zu fördern. Und das tut auch unsere Hauptrednerin. Und es ist mir eine sehr große Ehre, sie nun vorzustellen und auch mit ihr nachher das Gespräch zu führen. Wie sie dazu beiträgt, die Umwelt zu schützen, Klimawechsel zu verhindern, das werden wir gleich in ihrer Keynote hören. Wie gesagt, werde ich nachher das Gespräch mit Frau Figueres moderieren. Wir werden zunächst hier auf der Bühne anfangen und dann wollen wir auch unbedingt mit Ihnen diskutieren, meine Damen und Herren. Gestatten Sie mir nun zur Ehre von Frau Figueres einen Sprachwechsel und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, falls Sie eine Übersetzung wünschen und noch kein Headset dafür bekommen haben, es gibt welche hier hinten im Saal, also Sie können gerne jetzt eins holen. The Mercator Foundation's directors just reminded us of the great importance that the environment and climate change play in the activities of the foundation. The foundation has contributed in manifold ways to fostering the protection of the environment through its activities. Our keynote speaker is playing a leading role in that same drive to protect the environment, to try to prevent climate change. As Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change, she is the world's top climate policymaker. She's charged with spanning deep divisions in a very tough race against time. Her mission is to facilitate agreement between no less than 195 countries by the end of 2015 on binding measures to reduce greenhouse gas emissions. A very tall order of business. She's been fighting climate change hands-on for nearly 20 years at the grassroots level in her native Costa Rica, as a member of the board of renowned non-governmental organizations, as a consultant for the private sector, and as a lecturer at numerous colleges and universities. And given the title of her keynote, I would also like to mention that her webpage declares that as the mother of two daughters, she is absolutely passionate about fighting climate change. Christiane Figueres, it is a great honor that you can be with us here. The floor is yours.